Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal 5 Menschen an oder 10 Menschen oder keine Ahnung, wie viele Menschen, die das Unmögliche überlebt haben. Ich bin sehr gespannt, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, das schaffen wir heute. 1000 Likes! Wir planen unsere berufliche Laufbahn und legen Ziele fest, die wir in der Zukunft erreichen möchten. Aha. Doch können wir überhaupt mit Sicherheit sagen, welche Wendungen das Schicksal wirklich für unseren weiteren Lebensweg bestimmt hat? Mhm. Manchmal werden wir von unvorhergesehenen Ereignissen überrascht, die wie eine tosende Welle über unseren Alltag hereinbrechen. In extremen Fällen können derartige Momente dazu führen, dass sich das weitere Leben der Betroffenen für alle Zeiten verändern wird. Auch die 5 einzigartigen Personen, die wir euch heute einmal genauer vorstellen möchten, können derartige Erfahrungen schildern. Denn immerhin gelang ihnen das schier Unmögliche. Sie schafften es, scheinbar ausweglose Situationen zu meistern und tatsächlich mit dem Leben davon zu kommen. Krass. Was es mit diesen fesselnden Geschichten im Detail auf sich hat, das zeigen wir euch jetzt. Bro, bin gespannt, Alter. Check Top-Welt ab. Gutes Video, denke ich mal. Alrighty. Aaron Ralston. Mhm. Ein Haus, eine Familie, ein sicheres Einkommen. Wir alle haben unsere ganz eigenen Lebensziele. Während die gerade genannten Beispiele noch so etwas wie den Klassiker der Lebensträume darstellen, verfolgte der US-Amerikaner Aaron Lee Ralston buchstäblich höhere Ziele. Habt ihr irgendeinen Lebenstraum, Alter, wo ihr sagt, das ist der Dream? Das ist das, was ich mal 100% haben will? Habt ihr da irgendwas? Schreibt's mal in die Kommentare. Der Bergsteiger träumte davon, alle 59 Berge im US-Bundesstaat Colorado, die höher als 4000 Meter sind, zu bezwingen. Krass. Und das vollkommen auf sich allein gestellt. Dass selbst der erfahrenste Bergsteiger kalt erwischt werden kann, musste Aaron im Jahr 2003 schmerzlich am eigenen Leib erfahren. Mhm. Damals, am 26. April, verunglückte der junge Mann bei einer Wanderung im Blue John Canyon und fand sich anschließend in einem waschechten Horrorszenario wieder. Seine rechte Hand war unter einem massiven Felsbrocken eingeklemmt worden und Aaron erschien es unmöglich, sich aus eigener Kraft aus dieser misslichen Lage zu befreien. Oh mein Gott! 5 Tage lang versuchte der Bergsteiger alles, um seine eingequetschte Hand unter dem Felsen hervorzuziehen. Bro, ich finde das Schlimmste daran ist einfach, du bist alleine im Nirgendwo. So stehst da mittendrin und dein Arm ist eingequetscht und du weißt einfach, wenn du den Arm nicht rausbekommst, dann war es das mit dir. Niemand kann dir helfen. Doch alle Bemühungen waren vergebens. Zunächst hatte der damals 27-Jährige versucht, den Gesteinsbrocken mithilfe seines Taschenmessers zu verkleinern. Ein Unterfangen, das schon von vornherein zum Scheitern verdammt war. Auch der selbstgebaute Flaschenzug erwies sich letzten Endes als untauglich. Mit dem Gedanken konfrontiert, dass er womöglich gerade seine letzten Stunden auf Erden durchlebte, begann Aaron, sich mit seinem Camcorder zu filmen. Mit dem nahenden Tod im Nacken nahm er eine Filmbotschaft auf welcher er sich bei seinen engsten Angehörigen verabschiedete. Krass. Nach 5 endlosen Tagen und Nächten bäumten sich die Lebensgeister des Bergsteigers jedoch noch einmal zu einem letzten, dramatischen Rettungsversuch auf. Jetzt in kommt's. Der Gewissheit, dass es ihm nicht gelingen würde, seine Unterarmknochen mit dem Taschenmesser zu durchtrennen, brach Aaron sich selbst Elle und Speiche. Digga. Dies tat er in Alter, dass du alleine einfach, dass du selber bereit bist, dein Arm so zu brechen und zu zerdrücken und so, boah, Alter, was das für Schmerzen sein müssen und wie du das überwinden kannst, so Junge. Wenn er seine eingequetschte Hand so lange in eine Richtung bog, bis die Knochen nachgaben. Boah. Anschließend gelang es ihm, die Blutgefäße und die Weichteile mit seinem Taschenmesser durchzuschneiden. Junge. Und seine eingeklemmte Hand eigenständig zu amputieren. Junge, das ist so krank. Daraufhin musste der vollkommen erschöpfte Mann, der sich in den Tagen zuvor bereits im Angesicht des Todes gewähnt hatte, Junge, noch fast 15 Kilometer laufen, ehe er endlich von Wanderern entdeckt und gerettet wurde. Digga, das der ist so heftig. Der unzerbrechliche Lebenswille, der Aaron zum Äußersten greifen ließ, machte ihn schon bald weltbekannt. Bro. Er trat nicht nur in einigen berühmten US-Talkshows auf. Bro, er schneidet sich seinen eigenen Arm ab und rennt dann auch noch rum, bis ihn andere Leute finden. Wie krank ist das, Bro? Wie heftig? Seine bewegende Geschichte wurde überdies auch in dem Spielfilm 127 Hours erzählt. Krass. Wer nun glaubt, dass dieses traumatische Erlebnis dazu führte, dass Aaron fortan einen großen Bogen um Gebirge gemacht hätte, hat sich getäuscht. Heutzutage trägt der Amerikaner eine spezielle Armprothese, die mit einem Eispickel versehen ist und es ihm ermöglicht, weiterhin Gipfel zu erklimmen. Einmal 2 Jahre nach seiner eigenhändig durchgeführten Amputation konnte Aaron seinen großen Lebenstraum erfüllen. Er bezwang alle 4000er in Colorado. Bro, Alter, der hat danach noch alle 4000er bezwungen. Als Was der nigerianische Schlepper Typ. Jesken Four gemeinsam mit 2 anderen Schiffen einen Tanker in Schlepptau genommen hatte, bekam er plötzlich Schlagseite und ging unter.
Die Behörden leiteten daraufhin sofort eine umfassende Rettungsaktion mit Helikoptern und weiteren Schiffen ein. Allerdings gelang es ihnen nicht, ein noch lebendes Besatzungsmitglied zu bergen. Aha. Um die versunkene Jesken Ford zu erreichen, kam schließlich ein speziell ausgebildetes Tauchteam zum Einsatz. Nachdem schon 60 Stunden seit dem Unglück vergangen waren und die Taucher bereits 4 Leichen gefunden hatten, geschah das Unglaubliche. Als einer der Taucher eine Hand erblickte, die aus dem 180 Grad gedrehten Wrack herausragte, glaubte er zuerst, eine weitere Leiche entdeckt zu haben. What? Als er dann jedoch nach der Hand griff, griff diese zurück. Denn tatsächlich handelte es sich dabei um den Körper des Schiffkoches What? Harrison O'Keen, dem es What? Gelungen war, in einer Luftblase zu überleben. Oh mein Gott, Bro, das ist so krank. Da ist irgendeine Luftblase und du bist da drinnen eingequetscht, dunkel, eng, du siehst nichts. Und du hoffst einfach, dass dich irgendwer sieht und irgendwer rettet. Junge. Sofort Wow. wurde dem Mann eine Atemmaske gebracht, die zudem über eine Sprechverbindung verfügte. Krank. Die Rettungskräfte gaben später an, dass Harrison während der Befreiungsaktion sich erstaunlich ruhig verhielt und keinerlei Anzeichen von Panik zeigte. Bro, ich würde Panik pur schieben. Alter, ich würde, ciao. Ich in so einer Situation, ciao. Bro, dunkel, eng, zack, ich bin raus. Ich wäre raus. Dante Ortullo. Okay. Wir alle haben Hobbys. Ob wir nun gerne ins Fitnessstudio gehen, zeichnen oder Musik machen, hängt dabei natürlich von unseren persönlichen Vorlieben und Interessen ab. Mhm. Auch der US-Amerikaner Dante Ortullo hegte eine Leidenschaft, die ihm die Stunden der Freizeit verkürzten. Mhm. Das Heimwerken. So kam es, dass der damals 32-Jährige wie so oft gemeinsam mit einem Freund in seiner Garage werkelte. Als Dante währenddessen seine Nagelpistole inspizierte, sprang das Werkzeug plötzlich von einem Rückstoß zurück. No. Doch der Hobbyhandwerker dachte sich dabei nichts weiter und arbeitete munter weiter. Unglaublich aber wahr. Ohne es zu wissen, hatte sich Dante soeben einen 9 cm langen Nagel in den Kopf geschossen. Wow. Dass etwas nicht stimmte, merkte er erst, als er seine Kinder am nächsten Tag zur Schule brachte. Was? Und ihm plötzlich übel wurde. Nachdem die Ärzte im Krankenhaus die Lage erkannt hatten, führten sie sogleich eine Notoperation durch. Bro, der hat ein... Wie kann man nicht checken, dass ein Nagel in deinem Kopf ist? Hä? Wie kann man das nicht checken? Und schafften es, das gefährliche Geschoss aus Dantes Schädel zu entfernen. Als die Mediziner dem Unglücksraben die entsprechenden Aufnahmen des Nagels in seinem Kopf zeigten, glaubte dieser erst, die Ärzte wollen ihn veralbern. Denn tatsächlich war der Heimwerker fest davon überzeugt gewesen, dass ihn der versehentlich ausgelöste Schuss verfehlt hatte. Wie durch ein Wunder überlebte Dante sein Missgeschick ohne Folgeschäden. Bro. Bro, Digga, das check ich aber jetzt echt nicht. Also, ich meine, okay, gut, es ist schön, dass es überlebt hat, aber Bro, wie kann man nicht checken, dass ein Nagel in deinem Kopf steckt? Ich meine, Digga. Das ist ein Nagel, das tut doch weh, wenn der in den Kopf geht so, oder? Ich meine, du fasst hier, guck mal, der Nagel kommt, peng, schießt dich da rein und du fasst doch dann hin und denkst dir so, aua an der Stelle, so, wisst ihr, so, du fährst da hin und denkst dir so, aua und dann spürst du doch, dass da was ist. So, wie kann man das, ich bin so verwirrt, aber okay, krass, ey, es waren anscheinend jetzt doch nur viel, viel weniger Leute, als ich dachte, aber trotzdem überkrankes Video. Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, das waren Menschen, die es unmöglich überlegt haben. Crazy, ne? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen wieder, okay? Geht schlafen jetzt. Ab ins Bett, los!